von uns heute Abend, wie wir es mir machen müssen. Der hat zuerst ein richtiger Rauhnachtsinger, der wohl überhaupt nicht gewusst hat, wo hinten und vorne ist, und der sagt uns jetzt, du, so musst du es machen. Und das geht mir dermaßen auf die Eier, dass die immer dick, die haben dauerhaft dicke Eier. Und die haben das, ja, das hat ja der Staat recht schön gemacht. Er hat ja die Bauern in der Abhängigkeit drin. Ich habe zum Beispiel, ich war in meinem Leben zweimal auf dem Amt, wo ich einen Ausweis beantragt habe und will ihn einmal verlängern haben lassen. Ich habe zu meinem Mann gesagt, der sagt zu mir, wir fahren jetzt aufs Amt. So, sage ich, was der Mann da? Er sagt, wir stellen jetzt einen Antrag. Dann haben wir festgestellt, dass so wie wir den Antrag gestellt haben, der nennt sich Mehrfachantrag, da musst du dann schon angeben, was du anbauen wirst. Dann also ganz kurz. Hansi, du mal leise telefonieren. Keine. So. Dann haben wir festgestellt, dass das so, wie wir es im Antrag angegeben haben, nicht funktioniert hat, weil einfach, wir sind vom Wetter abhängig, weil es nicht gegangen ist. Dann sind wir wieder ins Amt gefahren, haben einen Antrag für einen Antrag gestellt, vom Antrag für einen Antrag. Ja. Also ich sage immer, ins Amt, wenn du reinfährst, für mich ist das das Haus der Verrückten, weil da, wenn du so kommst, du bist ganz deppert vor lauter Anträgen. Jetzt bist du aber noch privilegiert, weil dass du aus München ein bisschen besser kennst, was da so, wenn jetzt jemand, der Recht schaffen, sich mit sowas gar nicht beschäftigt, der ist wochenlang in dieser Mühle drin, kriegt keinen Bescheid, kriegt gar nichts, und dem geht es viel schlimmer. Der kennt ja das überhaupt nicht. Also bist du eher privilegiert, weil du aus der Stadt ständig konfrontiert bist. Also da gibt es viele Sachen in der Stadt, die nicht lustig sind. Ja, das ist also überall so, aber... Es ist nicht bloß so, dass man Bauer anmerkt, wenn er in München ankommt, weil er halt nur ein bisschen großräumig fährt, weil er halt, sondern es ist auch so, wenn, du siehst, der Bauer, der in den Stadt reinfährt, der sieht das noch nicht. Der sieht da ein bisschen das Klischee, genauso wie umgekehrt. Aber wenn du genau schaust, alle 5 Meter ist ein Polizist. Alle 5 Meter, die passen auf Laternen auf, passen auf, dass ich geradeaus fahre. Ich werde in der Nacht zweimal, wenn ich heimfahre von meiner Radiosendung, zweimal auf dem Weg nach Schwabing von der Innenstadt raus kontrolliert. Ist ja klar. Es muss kontrolliert werden. Alle müssen kontrolliert. Da seid ihr nur in einer Art, ja, so schlimm ist bei euch, weil so viele Polizisten haben das nicht, dass auf sich das Feld anstellt. Aber bei uns steht die Existenz drauf. Nur werden wir dahingehend kontrolliert, dass man dann, wenn man uns eine Anträge gestellt hat, schickt uns Kontrolleure vorbei, die dann nachschauen, ob wir die Quadratmeter alle eingehalten haben, wie wir es angegeben haben, ob auf dem Feld auch tatsächlich das angebaut ist, ob, wenn du Gülle gefahren hast, auch die Gülle innerhalb von ein paar Stunden eingearbeitet worden ist. Und da geht es aber bei uns dann an die Existenz. Weil von uns eine 44.000 Euro, was uns jetzt abgingen, kriegen wir jetzt, ich sage immer, wir sind arbeiten, die Sozialhilfeempfänger, genau. Da kriegen wir 20.000 vom Staat wieder, also gingen wir schon mal 24.000 ab, und um die 20.000 muss ich nämlich noch zittern, weil dann kommt der Kontrolleur und sagt, pass auf, das hast du nicht recht gemacht und das Kabel ist schon 7 Tage alt und das hat noch keine Armmarke drin und das hast du fachlich nicht richtig gemacht und das sind fachliche Idioten, die da kommen, die überhaupt keine Ahnung haben von dem, was da wird draußen. Und dann kommen die und schaffen uns so, was wir zum Tor haben, und wenn du das nicht richtig gemacht hast, dann nehmen sie davon deine Prämien, von deinen Subventionen, nehmen sie dann nochmal was weg. Aber also sprich, wir werden nicht nur von der einen Seite, von der Wirtschaft fertig gemacht, sondern andererseits macht uns der Staat fertig. Er sagt, du musst machen, was ich will, oder du kannst heute gleich aufhören, weil dann nehme ich dir dein Geld ganz weg und dann hast du das auch nicht mehr. Und wenn man dann nochmal zu meinen 44.000 die 20.000 auch nochmal abwinge, dann kann ich zusperren. Was ist denn, man sieht doch jeden Tag im Fernsehen, nicht jeden Tag, aber gerne mal bei großen Veranstaltungen Politiker, die hier stehen, die Besserung versprechen und die sich intensiv mit dem Thema befassen werden. Das ist das Gleiche, als wenn ein Nogi für seine Kinder redet. Was will er? Wenn ein Nogi für seine Kinder redet. Der hat gewiss gelungen, weil er kein Mauer kam. Politiker ist das Gleiche. Ja, sind jetzt die, das heißt ja, die Politiker, die man, die ein Land hat, die hat das Land auch verdient. Ja. Dann muss man es, genau. Ja, ist so. Woran liegt es? Liegt es jetzt daran, dass die jetzt nicht bei den Haberfeldtreiber oder dass die zweit sind noch oder und still vor sich hin einsam leiden und überhaupt, oder ist es bereits, wie soll ich sagen, ist schon so, dass fast alle da mitmachen, oder gibt es eine andere Fraktion, die sagt, oh nein, mir geht's gut. Kann man sich, also könnte man sich theoretisch mit dem Staat gut stehen,
Geht nicht, gelingt keinem Bauern mehr, außer er ist riesig. Ja, ich meine, außer er ist ein Riesending. Gibt's die? Es gibt, wir haben einen Bekannten in Norddeutschland, der hat 350, 400 Kühe, dem sei frei ist, vor 4 Wochen haben wir telefoniert. Dann hat er gesagt, sag ich, wie geht's dir? Er sagt, hervorragend. Letzte Woche wollte meine Frau zum Einkaufen gehen, ist am Automaten gegangen und hat um 30 Euro gekriegt. Die, wo groß sind, das ist soweit. Die, wo immer das gemacht haben, die Top-Betriebe, die man uns immer vorgesagt hat, bis vor einem halben Jahr war es immer so, wir in Bayern überleben überhaupt nicht, weil das sind die Norddeutschen, das sind Top-Betriebe, die sind wachsen und die überleben in Zukunft, das sind jetzt die, wo es allererst draufgingen. Ich kenne noch die Zeit, da war ich noch vielleicht 15 oder so, da hat man die niederbayerischen Bauern langsam eingerichtet, die großen Stelzbauern, die großen Viehställe. Und auf einmal haben sie alle groß.